Am vergangenen Samstagabend kam es auf einem Rastplatz der Autobahn 5 bei Mücke im mittelhessischen Vogelsbergkreis offenbar zu einem gezielten Angriff auf einen Fanbus von Hessen-Kassel. Dieser gastierte am Samstag um 14 Uhr beim Balinger SC. Die knapp 500 Kilometer weite Fahrt bestritten die Kasseler offenbar mit Bussen. Wie die Polizei gestern in einer Pressemitteilung berichtete, stürmten an einem Parkplatz mindestens 15 schwarz gekleidete Angreifer auf den Bus zu und versuchten anschließend in diesen einzudrängen. Es wird gemutmaßt, dass hinter dieser Aktion Fans der Offenbacher Kickers stecken. Zitat Polizei Mittelhessen: Unmittelbar nach dem Bus fuhren 4 bis 5 Pkw auf den Parkplatz. Aus diesen stiegen etwa 15 dunkel gekleidete und vermummte Personen aus und bewarfen den Fanbus unmittelbar mit Steinen und Bierflaschen. Zudem hoben die unbekannten Gullideckel heraus und schleuderten diese ebenfalls gegen den Bus. Außerdem versuchten einige der Angreifer, über die hintere Tür des Busses in diesen einzudringen. Dort entwickelte sich ein Gerangel, bei dem auch Flaschen in den Bus geworfen wurden. Glassplitter trafen eine 27-jährige Frau aus Wolfhagen am Kopf, sie blieb unverletzt. Die Kassel-Fans verhinderten das Eindringen in den Bus. Der Fahrer startete den Bus und lenkte vom Parkplatz sofort auf die Autobahn. Über Notruf informierten die Insassen die Polizei. Streifen des Polizeipräsidiums Osthessen begleiteten den Bus in Richtung Kassel. Kolleginnen und Kollegen aus dem Polizeipräsidium Nordhessen übernahmen letztlich bis zum Zielort. Nach Angaben der Insassen handelte es sich bei den Angreifern augenscheinlich um Fans der Offenbacher Kickers. Verletzte wurden der Polizei nicht bekannt. Die Schäden am Bus können noch nicht beziffert werden. Das Polizeipräsidium Mittelhessen ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Landfriedensbruches und der Sachbeschädigung. Entgegen der Behauptung der Polizei ist aus anderen Kreisen zu hören, dass die Anzahl der Angreifer weitaus höher als nur 15 Personen war. Mitunter ist von 30 bis 40 Angreifern die Rede. Die Fehde zwischen Kassel und Offenbach besteht bereits seit vielen Jahren. Gegenseitige Abfangmanöver und Zaunpfannenklaus in der Geschichte der beiden Rivalen waren in der jüngeren Vergangenheit gang und gäbe. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.